Hallo, meine lieben Minecrafter, und willkommen zurück zu unserem Minecraft Chaos. Wir haben den Black Messias dabei. Guten Morgen. Guten Morgen, genau. Wir nehmen nämlich heute relativ früh auf, damit es nicht so heiß wird heute wieder. Du Wie geht's schläfst dir? normalerweise noch um die Uhrzeit hier. Um die Uhrzeit schläfst du noch? Ja. Okay, dann hoffe ich, dass du jetzt richtig gut fit bist für unsere Runde hier. Ich hoffe es auch. Naja, hast du noch ein bisschen geübt? Hast du noch ein bisschen trainiert? Nee, brauche ich nicht. Bist du so gut? Viel zu gut. Ja, wir werden sehen, würde ich mal sagen. Hast du schon Waffen? Waffen? Ja. Ich habe ja noch nicht mal so eine Weaponbox, Als hättest du noch keine Weaponbox. also bitte. Kann ich anfangen? Ja, fang an! Ja, bist du schon dabei? Bei was dabei? Ah ja, spielst du schon? Ja, ich spiele jetzt gerade. Wo bist du denn? Weiß ich nicht. Genau, du weißt es nicht. Nee, ich habe mich irgendwie verloren hier in der Wildnis. Ja, wo Wirklich? bist du? Ja, auf der Map bin ich. Der Wildnis? Ja. Wieso in der Wildnis? Na, wie nennst du das denn um unsere Bases rum und Ich um... dachte, du stehst bei mir. Nein. Habe Das ich war nie der gesagt. Doch, das war der Okay, habe ich letzte. gesagt, aber das war doch ganz augenscheinlich Trash-Talk. Ach so. Aha. Das wusste ich nicht. Was wusstest du denn daran Ich hatte nicht? jetzt Angst und habe mich verbuddelt. In der Wildnis? Weil dann kann es wirklich sein, dass ich dich ja gleich treffe. Wer weiß das schon? Ist ja dunkel um mich rum. Sowas. Wo bist du denn? In der Wildnis! Habe ich auch gesagt, oh, In ich muss der gleich niesen. Wildnis. Bei dir in der Wildnis, bei mir in der Wildnis, in der Mitte. Entschuldigung! Gesundheit. Dankeschön, jetzt musste ich glatt mal niesen. Ja, also. Du sitzt jetzt wirklich in einem Erdloch. Im tiefen, tiefen Erdloch. Im Ernst? Oh, das ist so traurig irgendwie. Das ist wirklich traurig. Farmst du denn wenigstens? Oder ne, du hast nicht mal eine Fackel bei, oder? Ich habe ein Erdloch. Oh Mann. Das reicht. Soll ich jetzt suchen gehen, wo irgendwo ein Block Erde ist vielleicht? Wahrscheinlich ist da schon Gras drüber gewachsen. Hahaha. Gute Sache. Hahaha. Witz, Witz. Witz gemacht. Hier wächst aber echt das Gras wirklich mega schnell über die Erdlöcher und sonstigen Scheiß, ne? So muss das sein. Tja. Soll ich jetzt suchen gehen? Ob du irgendwo draußen, ob irgendwo... Bist du denn bei mir? Ich bin draußen. Ich möchte nicht sagen, dass ich direkt in deiner Base bin, denn das bin ich wirklich guten Gewissens, kann ich das sagen. Ich stehe nicht in deiner Base, auf jeden Fall. Aber ich bin auch nicht bei mir zu Hause. Das ist eine wahrheitsgemäße Aussage, die ich tätigen kann. Was du jetzt aus dieser Information rausnimmst oder mitnimmst von dieser Aussage, das ist dir überlassen auf jeden Fall. Ja, ich meine, ich sitze ja in einem Erdloch, da ist ja egal, wo du Ja, findest du denn, das ist jetzt, das ist ja nicht der Sinn des Spiels, sich in ein Erdloch zu setzen. Findest du das jetzt okay von dir? solange ich überlebe, ist mir alles recht. Das ist eine Einstellung jetzt von dir, die ich nicht sonderlich gut finde, glaube ich. Du weißt doch, im Krieg ist alles erlaubt. Ja, aber naja. Ja, finde ich, glaube ich, aber nicht so gut. Ja, dann geh doch einfach mal wieder zurück zu dir und dann komme ich auch wieder raus. Na gut. Bringt ja sonst eh nichts, wenn ich jetzt hier draußen rummache. Richtig. Ist es eigentlich dunkel oder ist es hell? Weiß ich schon nicht. Das weiß ich ja nicht. Nicht wirklich. Du bist doch draußen. Das habe ich auch wiederum nicht gesagt. Ich bin verwirrt.
Ich habe gerade gemerkt, ich habe vergessen, die Uhr zu stellen. Nicht so schlimm. Aber jetzt läuft so. Das werden eben so 2, 3 Minuten gewesen sein. Naja. Ja, wie machen wir das jetzt hier weiter? Ich meine, das ist ja jetzt. Ja, du fragst mich Sachen. Es ist übrigens Nacht. Ah, es ist Nacht. Ja. Ja, dann solltest du lieber mal schlafen gehen. Hab ich. In meinem Bett. Habe ich nicht gesagt. Wo willst du denn sonst schlafen? Vielleicht habe ich ja eins dabei. Wer nimmt denn ein Bett mit? Jemand, der gut vorbereitet ist. Ja, komm, wie soll das jetzt hier weitergehen, mein Freund? Keine Ahnung. Ich würde sagen, du kommst raus. Woraus? Ja, wo immer, in welchem Erdloch du auch immer steckst. Bin ich schon rausgekommen? Aha. Und bist du in deiner Base? Nein. Bist du draußen in der Wildnis? Nein. Ist um dich herum Erde? Nein. Ist um dich herum Stein? Teilweise. Interessant, interessant. Sehr. Bist du in einem Minengang? Nein. Nein. Bist du bei mir? Vielleicht. Interessant, auf jeden Fall. Tja, wo bist du? Tja. Wo bist du? Ich weiß nicht, wo du bist. Wirklich nicht. Ja, Du weißt selbst nicht, wo du bist. ich bin gerade in allergrößter Bedrängnis. Warum? Klingt Ach aber nicht so, du klingt eigentlich eher entspannt. Scheiße. Ach du Scheiße. Was ist denn? Was ist denn hier passiert? What the fuck? Also, hier ist gerade so ein. Ich bin gleich, glaube ich, tot mal wieder. Was ist Weil los? es ist doch hell. Ja. Wieso überleben dann diese ganzen Viecher hier? Das sind die unter den Bäumen. Ja, teilweise. Ach, wow, wow, Du bist wow, doch echt schlecht. Herzlichen Glückwunsch zum zweiten Tod. Jetzt steht es schon 10 zu 8. Nicht schlecht. Du weißt, du darfst jetzt wieder 5 Minuten am Spawn sitzen. warum gibt es denn Skelette, die explodierende Pfeile haben? Naja, Das hat mich ich bin gejagt in wie dein das ist. Erdloch gefallen, Was für ein Erdloch. das du dir gebastelt hast. Ich gehe dann, ich teleportiere mich mal. Oh. Du kannst dich in den... Ich kann mich nicht teleportieren, weil meine Waypoints sind weg. Das ist blöd. Ja, Warum? zurecht. Das ist Warum? ja echt blöd. Ja, das verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Vor allen Dingen, da ich jetzt gleich wieder sterbe. Nein, du darfst ja in den Survival Mode, in den Game Mode. Darfst du dich ja setzen. Genau. Also das ist
doch sehr interessant. Dieses nette Skelett. Ja, was ist denn passiert? Hat er das explosive Pfeile oder was? Ja. Ich bin da außen rum. Auf einmal dachte ich, es explodiert ein Creeper hinter mir. Und dann warst du's, der explodiert ist. Nein, nein. Und dann waren da noch eine Spinne und noch ein kleiner Zombie mit Bogen. Und dann habe ich sie tot gemacht. Auf einmal ist es wieder hinter mir explodiert. Und ja, dann habe ich gesehen, dass das ein Skelett ist, hatte aber schon noch die Hälfte der Energie, habe was gegessen und wollte es dann töten. Und Und dann bin dann auf einmal 30 Blöcke hochgeflogen. Und dann, 30 Blöcke. ja, von der Explosion. Okay. Und wenn wieder runterkommen, war ich dann tot. Also, ich habe eben ein Skelett erledigt. Und ich schäme mich auch nicht zu sagen, es war eine knappe Sache. Lecco mio. Tja, da die jetzt erstmal die Hände gebunden sind bezüglich... Oh, nein, 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 was ist denn hier bei dir für eine kranke Scheiße los mit den Gegnern? Bei Also was mir? heißt bei dir im Wasteland eher gesagt? Ja, die können doch gar nicht überleben. Ja, doch, der eine sitzt hier im Blackwater. Oh fuck. Nee, 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 zu dem gehe ich nicht. Ich habe mir nämlich gerade eben spontan überlegt, ich werde bei mir mal hinten, hinterm Wasteland oder hinter meiner Basis, werde ich mal ein bisschen außerhalb der Karte farmen. Habe ich mir mal gerade eben so überlegt. Klingt nach einer guten Idee, oder? Nein. Warum nicht? Kriege ich sicher nie. Ja, und du hast doch jetzt eh erstmal die nächsten 5 Minuten ja nicht. Ja, die 5 Minuten. Die 5 Minuten. Ja, und du bist ja auch unterwegs. Dann darf ich ja auch unterwegs sein. Ja, natürlich. So. Jeep Time. Yeah, im Steilflug. Wow. Also wenn man in die F5-Sicht geht, hat man es ein bisschen einfacher mit dem Auto, ne? Ja, auf jeden Fall. Wow! Ich bin irgendwie oben in einem Baum festgebackt, ne? Ich finde den so schrecklich, diesen Typ. Ist er auch. Sobald du an die Richtung Basis kommst, dann Kannst es vergessen. ja, ist es einfach nur noch Nein, Kacke. der Jeep fährt weiter! Ich bin... Nein! Nein, Ja, das passiert. nein, nein, nein! Oh, fuck. Oh, wo bin ich? Ach da. Oh, du hast mich jetzt ganz nervös gemacht, weil dich ein Skelett so einfach weggerotzt hat, ne? Schon zum zweiten Mal. Ja. Bist du wieder im Survival Mode? Ja. Ah, jetzt so. Weil ich bin ja wieder am Spawn. Ja, aber du hättest ja eigentlich noch im Dings sein dürfen, ne? Ja, ich muss doch eh am Spawn sein. Ja, aber im Creative Mode hättest du am Spawn sein dürfen. Ja, ist doch egal. Ja, wenn du wieder weg, das geht von deinem Leben ab. Ich werde jetzt schon nicht wieder getötet. Meine 5 Minuten sind ja gleich rum, oder? Ja, das stimmt. Es wäre jetzt auch echt fies, dich abzufangen, ne? Darfst du doch nicht, oder? Nee, du hast dann Spawnschutz. Das Genau. stimmt. Stimmt. Dann ist es ja ganz gut, dass ich außerhalb der Map bin. Tü tü, tü tü, tü tü. Oh, mein Niesen juckt aber auch, ne? Und ich habe jetzt gar keine Lust, wieder zu niesen. 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 So. Oh. Na, das war ja jetzt schlau. Du zufällig auf die Uhr geguckt, wann ich wieder da? Ja, dauert noch einen ganz kleinen Moment, noch 1 Minute. Dauert noch 1 Minute.
weiß gar nicht drauf vorbereitet, außerhalb der Map zu farmen. Bist du jetzt zu dir gegangen, außerhalb der Map? Ne, ich bin außerhalb der Map, alles andere ist doch irrelevant. Wird dunkel. Echt? Now I've got a problem. Ich würde sagen, für mich ist jetzt Erdlochzeit. Aber es ist ja noch gar nicht. Oh, es wird dunkel. Nein, nein. Ich würde sagen, du darfst wiederkommen. Gut, dann spiele ich mal an. Ich bin übrigens auch in einem Erdloch. Das ist ja heute eine richtig spannende Folge. Finde ich. Ja, wärst du nicht gestorben, wäre sie mit Sicherheit noch spannender geworden. Ja, das stimmt wohl. Also finde ich, eigentlich bist du dran schuld. Ja, ich kann da nichts dafür. Doch, durch deine Dappigkeit. Ich kann nichts dafür, dass deine Base so belagert wird von Feinden. Du warst nicht in meiner Base. Mann, ich bin in dein Erdloch reingefallen, das du dir ausgehoben hattest. Warst du mal an deiner Base? Ja. Hast du gesehen, wie es da aussieht? Nein. Und ich habe da eben meine Sachen geholt. Aha. Okay. Und da ist ganz schön dunkel. Und ganz schön löchrig. Den Zaun vorne hat's weggemacht. Hast du meine Base zerstört? Ich doch nicht, ich hab dir doch erzählt, dass dieses scheiß Skelett auf mich geschossen hat. Na Mit und? explosiven Pfeilen, als ich bei dir die Tür rausgegangen bin. Ich dachte, du hättest in einem Erdloch gesessen. Tja. Du Trash-Talker. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, was du da erzählst, ne? Oh, bei mir ist es gerade so mega laut auf dem Kopfhörer wegen der Nacht und den Zombies, ne? Es ist mega laut. Was meinst du, wie? Ich habe anscheinend eine Höhle gefunden und jetzt weiß ich auch, warum es so laut war. Heilige Sch Du weißt ja, außerhalb der Map sind die Monster Ich härter. weiß, und es sind einfach viel zu viele. Das mache ich jetzt nicht. Es reicht, dass du dein Leben ausgehaucht hast. Nee, nee, geh ruhig da mal rein, da. Nein, du willst nur, dass wir gleich auch sind mit den. Nee, du. Hä? Du hast immer noch ein Level weniger als ich dann. Ein Level, ein Leben. Ja, eins ist das halt. Oh, fuck. Ich glaube, wir müssen noch aufhören, oder? Noch genau 1,5 Minuten oder so. War ja jetzt heute dann nicht so aufregend. Naja, aber immerhin bist du gestorben. Eigentlich muss ich gar nichts machen. Eigentlich könnte ich die Zeit nur aussitzen. Ja, ich wollte ja nur rausgehen, weil du ja nicht wieder nach Hause kamst. Ah, und du hast bei mir gesessen, oder was? Ich habe die ganze Zeit auf dich gewartet. Ja, das ist doof. Ja, du hast dich ja versteckt. Ich habe mich nicht versteckt. Natürlich. Nein. Warst habe du ich nicht. da? Warst du da? Bei mir zu Hause? Nein. Also hast du dich versteckt. Ja, warst du bei dir zu Hause? Ich habe hier angegriffen. Ja, vielleicht habe ich ja auch angegriffen. Nein, nein. Oh, fuck. Spinni. Langsam wieder hell. Wird's nicht langsam wieder hell? Ich weiß es nicht, ich habe mich angebündelt. Ja, ich auch. Ey, fuck, ne? Ich habe fast ein ganzes Magazin auf eine Spinne drauf gehalten und da ist nichts passiert. Hast du wahrscheinlich nicht getroffen. Doch, sie. Alter, die viele Herzen!
Oh, fuck, 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 und ich komme auch nicht raus hier. Fuck, 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 okay, der Zombie ist down, der Zombie ist down. Fuck, 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 fuck. No chance. Nein, 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 fuck, ich bin gleich tot, ne? Wirklich, ohne Scheiß. Nein, 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 nein. Los, Zombie. Nein, nein, ich bin tot, ich bin tot. Nein, nein. Fuck, nein. Nein! Nein! Super guter Zombie. Nein! Hat es wenigstens explodierende Pfeile? Nein! Nein, ich wusste es. Warum bin ich? Oh, nein! Gut, wir sind am Ende der Folge angekommen. Nein! Gut, okay. Boah, du, das ärgert mich so mega gerade. 10 zu 9, würde ich mal sagen. Eigentlich 9 zu 8. 8, sorry. Ach, ich habe heute Morgen noch kein Bier getrunken, daran liegt. Es ist früh. Okay, gut, liebe Freunde, das war dann heute eine... Sehr schöne Folge. Du bist auch gestorben. Ja. Also hat sich so gesehen nichts geändert. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bemerkung und eine Bewertung da. Über ein Abo freut man sich immer. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss.